Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 2. Und genau, los geht's hier mit dem Finale. Tatsächlich, wir waren beim letzten Mal hier und haben gesehen, wie... Warte mal, ich guck mal gerade, das sollte passen. Wie Annette und Ada beide gestorben sind im Prinzip. Aber, ja, wir sind jetzt auf uns alleine gestellt. Wir wissen leider nicht, wo Claire Redfield ist. Und, genau, wir müssen jetzt eigentlich einfach nur noch hier raus. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal das an hier. Finale. Und wir wissen auch, dass William Birkin hier noch irgendwo rumrennt. Und, genau, wir haben den G-Virus beim letzten Mal einfach weggeschmissen. So, ja, ist okay. Genau, da liegt Annette. Was hat sie bloß dazu getrieben? Genau, und hier unten liegt irgendwo Ada rum. Hier ist wieder Adas Waffe. Das ist Adas Waffe, genau. Das ist keine Patrone im Magazin. Und, genau, wir müssen jetzt einfach nach unten. War das hier? Ja, das war hier. Wir sind Gold, richtig, Freunde. Gold, richtig sind wir. Ach, diese Musik, Freunde. Und genau, wir haben einige Geheimnisse hier gelüftet. Das heißt, wir müssen hier einfach ganz schnell raus, bevor das Ganze hier in die Luft fliegt, verdammt nochmal. Alles klar. Und wir müssen in den Untergrund. Hört euch diese Musik an. Einfach herrlich. Okay, Pflanze 43. Es war schön, aber wir müssen dich leider verbrennen lassen hier. Geht gar nicht anders. Und was zum... Okay. Zum Glück haben wir hier die normale Schrot mit. Nackte Zombies, Freunde. Nackte Zombies. Alles klar. Der ist auch tot. Ja, der ist auch tot. Wunderbar. Zum Glück. Oh. Oh, Gott sei Dank. Nackte Zombies hier. Schieß denen einfach den Kopf weg, Leon. Hallo? Genau. Und dem an... Ah, beiden gleichzeitig. Beide gleichzeitig. Das ist natürlich geil. Gut, Freunde. Wenn ihr euch erinnert, hier vorne war ja das mit der Diskette. Diskettenschlitz, ja. Ja, wir haben unsere Modiskette. Dann kommen wir nämlich hier raus. Gut, ja. Benutzt die Modisk. Sicher ist, die Diskette wurde akzeptiert. Vielen Dank. Ja, gerne doch. Und genau. Dann rüste ich jetzt nochmal meine Magnum aus. Und dann geht's los. Ab ins Finale hier. Ja, war sehr interessant, was wir hier alles gefunden haben bei Umbrella. Meine Güte. Alles klar. Dann... Der Alarm wird leid. Oh! Oh Gott. Oh Gott. Bitte kein Timer, ey. Oh nein. Ein Timer. Verdammt. Ja, wie beim ersten Teil. Na komm. Hä? Hallo? Was zur... Hä? Was zur... Was muss ich machen? Ein riesiger Aufzug, mit dem man zur Plattform kommt. Ja, aktivier den, Leon. Los. Ich will keine Zeit hier verlieren. Okay, das dauert aber lange, bis der kommt. Ach du Scheiße, was? Ach du Kacke. Yeah. Darf ich vorstellen? Der Endboss. Genau, William Birkin. Du kriegst jetzt wieder ein paar Schuss von der Mega-Magnum hier ab. So. Was ist jetzt mit dir los? Oh, schaut euch dieses Biest an, Freunde. Das ist so ekelhaft, oder? Er hat Riesenzähne. Ach du Heilige. Das sieht schon krass aus. Ja, schaut euch das mal an. Der Arm vor allem. So, Alter. Okay. Wo ist er denn? William, wo bist du? Da. Ich weiß nicht. Triffst du Leon? Wo ist er? Ach, du Heilige. Boah, da oben. Wusst so. Okay. Ach, schieß drauf. Schieß einfach drauf hier. Okay, und lauf weg. Oh, Gottes Willen.
Alter Schwede. Wow. Okay, und schieß weiter drauf. Und weg hier, weg. Oh, das ist schon ekelhaft. Oh, alter Schwede. Na komm. Nicht nachladen. Oh, shit. Das ist übel. Gelber Bereich, okay. Puh, das alles nur, weil wir nachgeladen haben hier. Oh. Uiuiuiui, lauf weg. Das ist hart. Aber hey, schaut mal. Wir haben's schon. Boah, was ein Ding, ey. Boah. Selbst mit der Spezialmarke hat der 10 Schuss gebraucht. Puh, okay, da ist der Aufzug. Natürlich genau richtiges Timing hier. Boah, okay. Heil dich bitte. Ja, wir haben noch 29 Schuss übrig, ey. Da ist das Ding. Boah, schau dich das an. William. Bist du widerlich. Bist du widerlich, ey. Ja gut, wir dürfen keine Zeit verlieren eigentlich. Aufzug runter hier, los. Alles klar. Verdammt nochmal. Okay, wir haben William erledigt. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Okay, Transport. Okay, alles klar. Das heißt, wir müssen hier rum. Oh, schaut mal da. Was ist das denn? Ah, da ist der Zug. Okay. Und eine Cutscene. Geil. Oh, da ist Claire. Gott sei Dank. Ganz genau, Freunde. Es geht gerade erst los. Da hat Leon recht. Ja, Freunde. Es ist soweit. Die Leon-Story ist Geschichte. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, die Leon-Geschichte war super. Also ich fand das echt gut, muss ich sagen. Dann haben wir jetzt mal ein kleines Zwischenfazit, weil das Spiel ist ja eigentlich erst zur Hälfte vorbei, aber ich möchte mich dennoch bei euch bedanken einfach, dass ihr dieses Projekt mit mir gemeinsam durchsteht. Das finde ich wirklich, wirklich cool. Und ich möchte mich mal bei ein paar Kommentarschreibern einfach mal bedanken, die hier dieses Spiel mit mir gemeinsam durchgemacht haben. Zum einen wäre das natürlich der Flying Dragon Games. Vielen Dank für deine Treue, wirklich, auch wenn du das scheinbar zum ersten Mal siehst. Aber finde ich cool, dass du dabei bist, genau wie auch der Elite-Paar. Vielen Dank an dich. Natürlich darf der Saphir-Sterndrache nicht fehlen, absolut nicht. Er unterstützt mich immer mit so ein bisschen Hintergrundwissen und ja, das ist auch... Das ist auch richtig wertvoll, seine Kommentare. Vielen Dank auch an dich. Dann der Krank95. Sorry, wenn ich den Namen falsch ausspreche, aber genau. Krank95 ist auch dabei. Freut mich echt. Und der Hiski hat auch mal reingeschaut. Oder Hi Sky. Die Zockerumi ist auch dabei. Sehr cool. Gibt immer schönen Support, finde ich gut. Der Benny ist dabei. Benny the Nerd. Unbedingt auch mal reinschauen. Er macht selber auch Let's Plays. Genau wie alle anderen.
Und ja, das wären jetzt im Prinzip erstmal die, die mir einfallen. ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Wenn doch, dann tut es mir leid. Aber das wären jetzt so erstmal die Leute. Und ach, ihr seid einfach wertvoll. Es macht so viel Spaß. Und ja, was kann ich dazu sagen? Richtig geile Musik auch hier im Hintergrund. Und Capcom. Ganz genau. Ja, und dann geht es ja eigentlich beim nächsten Mal direkt weiter mit Resident Evil 2. Ganz genau, Freunde. Und ja, es kommt jetzt wahrscheinlich noch eine kleine Statistik hier am Ende. Genau. Ach cool, schaut euch das mal an. Der gute Leon. Du siehst gut aus. Raccoon City. Glückwunsch. Rang B. Spiel gelöst. Leon A. Gesamtzeit 5,5 Stunden. Anzahl der Speicherungen 6. Gut, Freunde. Ich meine, Rang B ist, glaube ich, wegen der Speicherungen. Ist mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht so wichtig. Ich meine, es gibt noch einen Rang S und einen A, glaube ich, davor. Aber wie gesagt, das ist mir nicht wichtig, weil es halt ein Let's Play ist. Deswegen speichere ich öfter, weil man einfach die Atmosphäre halten möchte. Und jetzt ist es verdammt wichtig, dass wir dieses Spiel abspeichern, weil sonst kriegen wir den Durchgang B nicht. So, schaut euch das an. Claire B 00 Szenario 2. Ganz genau. Und da würde ich mal sagen, ja, heute eine richtig kurze Folge, was das angeht. Und ja, das heißt, wir müssen jetzt beim nächsten Mal, muss ich gucken, dass ich das irgendwie mit dem CD-Wechsel hinkriege. Und soll ich das bei der 12-Minuten-Folge echt belassen? Ja, kommt. Dann mache ich die nächste Folge einfach ein bisschen länger. Wie gesagt, freue ich mich, dass ihr mal wieder hier reingeschaltet habt. Beim nächsten Mal geht's direkt weiter mit Resi 2. Mit Claire. Und dann mache ich auch eine längere Folge, versprochen. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Claire. Und jo, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.